Hallo und willkommen zur 68. Folge der Community-Karriere. Wir sind jedes Wochenende live mit diesem wunderschönen Projekt auf Twitch. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefällt, gerne Like und Abo hier auf YouTube da lassen. Und jetzt schauen wir in den News mal, wer denn die Abwehrkandidaten für das Jahr 2028 sind. Und da sehen wir schon, dass dort drei Real Madrid-Spieler vertreten sind. Unter anderem auch Jonas, der natürlich ein OG ist. Ne? Das ist jemand aus der Community, das ist ein Ex-Spieler von uns, der den Schritt nach Arsenal gegangen ist, von Arsenal nach Real Madrid und jetzt wahrscheinlich ins Team of the Year kommen wird. Timo postet, nach einer sehr schlechten Runde würde ich es bevorzugen, auf die Leihliste gesetzt zu werden, um wieder zur alten Stärke zu finden. Natürlich nur, wenn der Verein einverstanden ist. Müsste man sich halt nach einem Backup dann umschauen. Ne? Also wir haben jetzt ja wahrscheinlich genug Geld, wenn Benny und Wager gehen, da kriegen wir über 3, vielleicht sogar 400 Millionen. Also Geld dürften wir dann genug haben. Julian Junior schreibt auch nochmal, tut mir leid für unsere schlechte Leistung aktuell, das liegt aber auch an der Chancenverwertung und die haben wir nicht genutzt. Man kann auch nicht glauben, dass der junge Varga für 157 Millionen nach Real Madrid wechselt. Kann ich auch nicht fassen. Als das Spiel vorbei war gegen Freiburg, kam der Varga zu mir und was er zu mir gesagt hat, seitdem hasse ich ihn für immer. Er hat gesagt, ich bin froh, dass ich hier weg bin, ihr seid alle scheiße und ich hoffe, dass ich gegen euch ein Tor schießen werde. Hat natürlich den Kontext, unser Achtelfinalgegner im Champions League K.O.-System ist dann Real Madrid und da wird Varga natürlich eine wichtige Rolle für die Königlichen spielen. Gönne ihm kein Abschiedsspiel. Jawohl, André. Topscorer ist halt wirklich, das musst du so anerkennen, ist René. Spielt leider Gottes für den falschen Verein. Und danach Julian Junior. 7 Vorlagen, 3 Tore, 10 Torbeteiligungen. Sascha Tobo auch gut dabei, genauso wie Varga. Und der Typ will wechseln, verstehe ich nicht. Der hat sogar mehr Spiele als Sascha. Hier noch ein paar Leute mit einem Tor jeweils. Und dann die Top-Vorlagengeber. Da ist halt Julian Junior gefühlt der Einzige, der da konstant die Leistung abruft. Ne? Flubby tatsächlich mit 2. Dann schon der Zweitbeste mit ein paar anderen. Ja, Timo spielt halt ehrlich keine gute Hinrunde. Ne? Schau dir das mal an. Das ist ja unterirdisch für seine Verhältnisse. Das Rhein-Energie-Stadion. Wenn das jetzt nicht proper voll ist, wenn wir kommen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Weiß gar nicht, wo Köln gerade steht. Kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall nicht mit in der oberen Tabellenhälfte. So viel steht schon mal fest. Wäre ganz cool, wenn wir mal 4-0 gewinnen würden. Weißt du, einfach nur so ein bisschen Frust mal von der Seele schießen. Sascha macht einen super Laufweg. Und Sascha zur Führung 1-0. Ich sag doch mal 4-0 gewinnen und den Frust von der Seele schießen. Donko. Guter Ball auf Sascha Tobo. Was eine Mitnahme. Oh, das 2-0. Sascha Tobo auf dem Weg zum Tor des Jahres. Was ist das denn für eine Mitnahme? Und dann so ein eiskalter Abschluss. Sascha zeigt, dass wir Varga gar nicht benötigen. Guck mal, wie der den mitnimmt. Alter! Alter, Sascha, Bro! Ich habe noch nie so eine Ballmitnahme gesehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber nun gut, Sascha. Donko wieder geklärt. Und Donko macht Meter. Der Typ ist überragend. Den kannst du immer bringen, egal in welcher Situation. Sascha läuft oben mit. Donko, Flanke rein. Perfekt auf Sascha. Oh, der geht nicht rein. Donko. Doku meine ich auf Flubi. Lässt ihn liegen. Der Mann hat aber auch einen beschissenen Abschluss, Mann. Guck dir das doch mal an, Bro. Bring ihn wenigstens aufs Tor. Gut abgefangen. Guter Ball, Führig. Nochmal rüber und Timo zum 3-0. Timo macht ja doch noch Tore. Das erste Saisontor nach 21 Spielen. Und vorbei. Aber das ist doch mal wieder eine Reaktion, Jungs. 3-0 gegen Köln. Nimmst du auf jeden Fall mit. Daniel meldet sich auf Twitter. Hab letztens ein Angebot vom FC Barcelona bekommen. Tschüss. Also zur Erinnerung, ne? Daniel ist ja OG von uns, ist nach Leverkusen gegangen und dort jetzt einfach 2 Monate Folge mit denen Meister geworden. Just saying. Und wir gingen in die Verhandlungen, nur leider konnten sie nicht meinen Wunschgehalt bezahlen. Ich hoffe, dass der große FCM über ein Angebot nachdenkt. Könnte, da ich mich nicht mehr in Leverkusen sehe. Ja, da, ne, das Gerücht oder die Position hat er jetzt ja schon länger. Ich habe mitbekommen, dass der FCM einen Verkauf über Benny in Erwägung zieht und deswegen wäre ich eine gute Option. Ja, Daniel denkt an seine Zukunft, ne? Finde ich gut. Er überlegt sich auch, okay, wo passe ich gerade hin?
Der Mann ist nicht dumm. Der Mann ist nicht dumm. Und was, ich soll jetzt in die News gucken? Timo wird überraschend ausgeliehen. Ja, scheiß drauf. Gehört Matti ins Team. Jawohl. In der letzten Zeit läuft es nicht mehr für Matti. Er kommt einfach nicht aus der Krise heraus und so langsam macht sich sicher auch der Boss Gedanken, ob er wirklich in die Mannschaft gehört. Nein, gehört er nicht, Mann. Der Typ gehört seit 2 Jahren nicht mehr dazu. Der sitzt nur noch auf der Couch zu Hause rum und ist halt, steht bitte auf dem Formular. Hey, wir sind zurück auf internationalen Plätzen. Wolfsburg hat gejoggt. Wir sind 2 Punkte hinter Freiburg. Wir sind wieder dran. Vor der Winterpause nochmal ein bisschen rangeklotzt. Das ist okay. Jetzt erstmal 4 Wochen Pause, dann geht's weiter. Das letzte Game in der Runde ist dann nochmal gegen Mainz. Die sind 13. Auch das dürfte machbar sein. Okay, wir sind im Winter angekommen. Transferperiode ist auf. Und die Monsterabgänge schlechthin gehen durch. Benny wechselt für Gott weiß wie 4 Millionen nach Juventus Turin. Und auch Vaga verlässt uns Richtung Real Madrid. Also wir haben jetzt so viel Geld, das ist bescheuert. Man könnte denken, wir haben den Scheich. Wir haben 555 Millionen. Um Gottes Willen, was machen wir hier eigentlich? LOL, Niklas wechselt nach Brighton. Och, Niklas ist so scheiße. Nicht mal Leipzig will ihn mehr behalten. Der hat ja sowieso nie gespielt. Aber jetzt geht er einfach nach Brighton. Ey, aber mal for real, lass Niklas holen. Ich sehe mich ja jetzt so dolle bei Niklas. Hier so ein Fischer, der hat so viel Potenzial, dann verleihe ich den. Und so ein Führig wird uns wahrscheinlich nach der Saison eh verlassen. Ich gehe bei Niklas rein. Niklas ist ready für einen Wechsel und wir grätschen bei Brighton rein. 26 Mio. Mann, Leipzig will uns nicht Niklas geben. Bedeutet, er wird nach Brighton gehen. Niklas ist nach Brighton gewechselt. Ach, leck mich doch. Der ist wirklich nach Brighton gegangen. Ist das dumm. Scheiß drauf, ich geh rein. Daniel, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, ich geh rein. Ich will gucken, dass ich dich hole. Mach 2% Weiterverkaufsgebühr und dann 99 Millionen. 99 Millionen für Daniel. Ist auch sein Gehalt, 99.000. Sie nehmen es an. Sie nehmen es an. Daniel kommt zurück als doppelter deutscher Meister. 5-Jahres-Vertrag. Daniel hat Bock. Daniel hat massivst Bock. Daniel hat so viel Bock auf den Verein, das ist bescheuert. Den Bonus können wir so lassen. Das können wir alles so lassen. Bin ich vollkommen fein mit. Das ist ein Deal, den hätte ich nicht besser aushandeln können. Daniel, du bist ein Ehrenmann. Nimm das so an und du bist der größte Ehrenmann. Daniel unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag beim FC Moisty. Wie geil ist der Typ, denn er sagt, er hat Bock auf die Rückkehr und geht so krass im Gehalt runter. Was für ein Monster-Deal. Und die Menge. Guck es dir an. Ein Fanliebling kehrt zurück. Die Laila steht im Empfang bereit. Was für ein Winter. Benny und Vaga gehen. Daniel kommt. Nee, ohne Scheiß, das ist genial. Zweifacher deutscher Meister. Und der kommt jetzt zu uns mit so viel Erfahrung. Daniel nach Leverkusen Abschied beim FC Moisty vorgestellt. Unser Flügelflitzer ist wieder da. Gehalt direkt geleakt worden. Stark. Totti ist bekannt gegeben. Oh ja, scheiße. Trainer des Jahres. Wer ist es? Xavi. Xavi wurde zum Trainer des Jahres gewählt. Warum denn nicht der Kollege von Arsenal? Haben die nicht back-to-back die Champions League gewonnen? Schauen wir mal. Was kann das Totti? Ist einer von uns dabei? Zumindest von den OGs? Ramsdale im Tor. Arnold, Bremer, Bastoni. Jonas ist im Team of the Week. Der erste OG, der ist ins Totti geschafft hat. Valverde im Mittelfeld, Havertz, Kimmich, Neves von Brentford, einfach jemand im Totti und im Sturm Vini Junior und Saka. Viel Arsenal, verständlich, Back-to-Back Champions League und Jonas hat es echt gepackt. Also da habe ich ihn noch geflamed dafür, ne, dass er von Arsenal weggegangen ist und dann wird Arsenal Champions League Sieger. Aber ey, ganz ehrlich, wenn er selbst es schafft ins Team of the Year zu kommen, lag es nicht an ihm. Zeig mal her unseren Weihnachtsmann, wo rennt denn der Mann rum? Ja, Jonas. 92 Tempo, 87 verteidigen. Füße sieht gut aus. Den kannst du halt bei uns auch so gut einbauen, ne, von den Stats her. Der passt da perfekt rein. 99 Ausdauer, der Brecher. Flanken kann er wie ein junger Gott. Ballkontrolle hat er. Oh, wenn wir den irgendwann mal zurückholen, ne, sind wir automatisch besser. Männer, letztes Game der Hinrunde. Daniel mit der Nummer 9 von Vaga übernommen. Ist wieder da und will natürlich gleich mal zeigen, was er drauf hat.
Daniel, der 100 Millionen Transfer, 99, wenn man genau sein möchte, hat sich so gefreut, wieder hier zu sein, hat auf ganz viel Gehalt verzichtet. Das muss man immer wieder mit erwähnen, dass er da wirklich drauf geachtet hat, dass der Deal auf jeden Fall durchgeht. Jetzt erstmal der Distanzschuss von Luca, aber der kann ja nichts. Gerade dann in Bezug auf Tom, ob der dann in die Mitte zieht oder Verteidigung, was dann aus der Verteidigung wird. Jetzt erstmal hier gutes Dribbling, Julian Junior nochmal mit der Ballrolle. Julian Junior und 1-0, ist der geil. Wir gehen in Führung, die Eckfahne wird zerköpft und der Jubel ist groß beim Daniel Comeback. Super Dribbling von Sascha und ein eiskalter Abschluss von Julian. Weiß denn überhaupt nicht mit Gewalt, sondern mit ganz viel Gefühl gegen den Innenpfosten platziert, da kannst du ihn nicht machen. Nochmal zurück, nochmal abgelegt, nochmal, zack, und Julian an den Pfosten, aber diesmal der Außenpfosten. Daniel, in die Mitte, Julian Junior wieder, diesmal von außerhalb des Strafraums, an die Latte, dreimal Alu für den Mann. Julian und nochmal, oh Gott, was war denn das für ein Abschluss? Vitinha, Sascha, abgelegt mit der Hacke, Doku, 2-0! Was ein Schlenzer! Ach, was ein ikonisches Bild von den Jungs hier auf der Tribüne mit Daniel. Tom, Ball rein, Sascha, Turbos! Jetzt zum Fallrückzieher an! Dementsprechend fast der Ball von Lust, jetzt aber mal ein scharfer Ball nach vorne. Was? Jack Grealish? Bei Mainz? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Abpfiff. Okay. Solider 2-0-Sieg gegen Mainz. War viel mehr drin, Anton. Es sind 3 Punkte. Und alles ist gut. Okay, Fischer geht nach Frankfurt. Ja, ist halt der Deal. Ne? Wir holen Daniel zurück. Dafür bekommt Fischer nochmal jetzt ein halbes Jahr Zeit, sich bei einem anderen Verein auszutoben, damit sein Potenzial nicht flöten geht. Jetzt geht es wieder gegen den Rekordmeister. Ja, natürlich sind die auch Erster. Nur eine Niederlage kassiert in der Hinrunde. Boah. Ja gut, ist schon krass. Aber dafür stellen wir die beste Verteidigung. Ne? Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Dennoch, nur Sechster. Ne? Schon krass. Da sieht man mal, dass die Offensive bei uns joke. Die Münchner treten an. Und Loki auf der Bank. Der spielt halt echt nicht. Ne? Das ist krass. Verbessert sich schon auf eine 87 und spielt nicht. Auch Musiala spielt nicht mehr, weil Schmidt einfach zu krass ist. Und Florian Wirtz, entweder er existiert gar nicht mehr bei den Bayern oder er ist nicht mal mehr mitgenommen worden. Oh, was? Der ist nach Milan gegangen. Okay, das wusste ich nicht. Florian Wirtz spielt in Italien. Ja, verstehe ich, aber wenn du Musiala und diesen Schmidt vor der Nase hast und bei Bayern einfach nicht zum Zug kommst, dann klar. Aber die Verteidigung, die Viererkette ist brutal bei denen. Okay, Milan doch keine Option mehr. Timo sieht sich gar nicht hinter Wirtz zu spielen. Gerade wegen ihm würde ich hingehen. Die Münchner machen sich bereit. Der Rekordmeister empfängt uns. Wird ein brutales Spiel. Caicedo, erster Eindruck. Ja, ja. Die Bayern gehen natürlich als Favorit rein und es würde mich auch nicht wundern, wenn die Bayern hier uns abschießen würden. Julian, guter Ball. Sascha Turbo, Riesenchance. 1-0, vielleicht. Nee, schlechter Schuss. Ball in die Mitte gesucht und gefunden. Schmidt, nochmal abgelegt. Wieder abgelegt. Die Grätsche von Luca, wichtig, sonst kommt er da zum Abschluss. Dagegen schon Molero. Im Abseits. Oh, es gibt aber den Freistoß für Bayern. Zaniolo. Raspadori steht auch mit bereit. Oh, 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 hat der den verzogen. Geht dann ins 1 gegen 1. Nochmal auf Außen. Guter Ball. Durch die Kette nochmal in den Rückraum gelegt. Mr. Muffin rettet. Entscheidend, damit es mit dem 0-0 in die Halbzeit geht. Von Luca geklärt. Kontermöglichkeit. Doku ist schnell. Doku ist schnell. Und der legt den sich jetzt auch vor. Sascha ist mit in der Mitte. 2-1 Italien währenddessen. GG. Doku jetzt erstmal rein. Sascha angenommen und die Führung über die Münchner in die Allianz Arena. Und das Game ist durch. Ich dachte schon Halbzeit. Wir schlagen die Bayern in der Allianz Arena. Das kann das erste Mal sein, dass wir überhaupt gegen den Rekordmeister gewinnen. Wir waren safe nicht die bessere Mannschaft. Aber am Ende zählt eben das Ergebnis. Ja, wir waren das entschlossene Team, so nämlich. Auch einfach mal Mentalitätsfrage stellen bei den Münchnern. Können nämlich nichts. Freiburg jetzt auch hinter uns gelassen, weil die nämlich gejoggt haben gegen Mainz. Und die waren so schlecht. Und jetzt steht der deutsche Klassiker an Dortmund-Bayern. Leverkusen jetzt wieder an der Tabellenspitze, dank uns.
Timo bekommt einen von AC Milan. Nein, Timo, hast du die nicht vorhin noch genannt? Und dann hast du gemeint, weil Florian Wirtz da spielt, willst du nicht mehr dahin. Ey, komm schon. Ein halbes Jahr Milan wäre schon wild. Das wäre schon geil. Mit Wirtz und De Jong. Halsmaul, was ein Banger Mittelfeld. Zieh De Jong als Hinter und lass Wirtz und dich auf Doppel-10 spielen. Pulisic, Leao, Orban. Warum ist Orban? Wer ist Orban? Währenddessen auch die Euphorie bei Daniel komplett zurück. Ich bin back beim FCM. Wir warten gespannt auf sein erstes Tor. Mal gucken, wie lange er uns noch warten lässt. Keine Wette in dem Game, Jungs. Einfach nur genießen und Fußball spielen. Guck dir das an. Mega Choreo wieder im Teufelsteam. Jetzt müssen wir uns auch behaupten gegen die direkte Konkurrenz. Zack. Und David erstmal gelegt. Alter, hat er ihm da das Bein weggezogen. Und das gibt nicht mal Geld. Wow. Jonathan David. Verzieht den noch knapp. Schlechter Pass jetzt auch von den Wölfen. Julian. Nochmal rübergelegt. Matteo mit links. Oh, schlechter Laufweg von Julian. Tom steigt nochmal hoch. Kopfballduell gewonnen. Wichtig. Julian nochmal verlängert. Tschech nochmal. In den Rückraum, Doku. Super gehalten. Nochmal führig. Steigt da hoch, Matteo. Ball festgemacht, Timo. Doku verlängert für Tschech. Und Tschech nochmal ans Lattenkreuz. Der Lucky Punch bleibt aus. Es ist das klassische 0-0 Spiel. Ach man, da knallt das Ding an die Latte. Und vorher noch die Superparade vom Keeper. War ein torloses Remis heute ihr Ziel? Also der Reporter hat aber auch seinen Job im Lotto gewonnen, oder? Was ist denn los bei dir? Ja, das war genau unser Ziel. 0-0 gegen Wolfsburg. Halleluja. Oh fuck, wir sind am Deadline-Day. Warte mal, hier wollte ich gar nicht hin. Hallo, warum will Leverkusen auf einmal Doku? Chillt mal. Wow. Geht mir jetzt alles zu schnell. Timo geht jetzt zu AC Milan. Leihe ist durch. Der loyalste Spieler von allen. Ich glaube, er ist der Einzige, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, der noch nie gewechselt ist in dieser Karriere, in dieser Staffel. Jetzt geht er für ein halbes Jahr zum AC Milan, weil er selbst sagt, beziehungsweise weil er halt auch einfach zu krass kritisiert wurde, dass er scheiße spielt. Und jetzt holt er sich Rat bei Florian Wirtz und Frankie de Jong. Ja, ich Vollidiot, hab wieder nicht übers Gehalt verhandelt. Ach Mann. Und Martin ist auf 91 gesprungen. Oh, und den kriegst du auch unter Marktwert. Eieieiei. Aber es ist ein Zeichen, dass wir einen ZOM brauchen, weil Timo sich nach 4 Jahren dazu entscheidet, doch mal verliehen zu werden. Und ausgerechnet Martin dann im Chat ist und David nicht. Das ist ein Zeichen. Jungs, wir haben 500 Millionen auf der Seite liegen. Also ich bitte euch, da kannst du auch mal für einen Martin anklopfen. Scheiß drauf, wir akzeptieren es erstmal. Wir akzeptieren es und weißt du, dann machen wir die 300 IQ-Move. Wir gehen in die Verhandlungen für David und gucken, wie viel der kostet. Dieses Team wird den Spieler nicht verkaufen. Hä? Raff ich nicht. Da stand doch gerade noch 80 Millionen. Die haben verlängert, aber wie kann das denn sein? Also das war ja gerade, bevor ich noch in die Verhandlungen gegangen bin. Haben die gehört, okay, da ist ein Angebot für Martin reingeflattert, jetzt verlängern wir mit David oder was? Darf ich call? Nee, besser nicht. Ich muss, Martin, wir haben eine Gehaltsobergrenze. Ich möchte nicht mit dir persönlich reden. Ich habe Angst davor, eingeschüchtert zu werden. Schlüsselspieler. Oh Mann, wenn es schon so losgeht. Fünf Jahre. Ja! Er will eine Freigabesumme. Das ist doch schon wieder, der ist doch gar nicht loyal, Mann. Der ist doch überhaupt nicht loyal, wenn der eine Freigabesumme will. Kannst doch gleich knicken. 70, wir müssen das halbieren. Du bekommst den 500.000 Champions League Bonus, wie alle anderen. Ich will Tore sehen. Ich will 50. Er bekommt denselben Vertrag wie... Wie haben wir von Gold? Wie Daniel, selber Vertrag, nur 15.000 Geld mehr. Teuer. Ja, jetzt Martin. Ja! So, und jetzt kommt nämlich der Masterplan. Timo wird nie wieder den FC Moisty sehen. Er wird nie wieder das Trikot auf dem Feld tragen. So nämlich, Martin kehrt zurück als gefeierter Star, der nichts mit Atalanta gerissen hat. Letztes Jahr 9. geworden, nicht mehr international dabei. Deswegen jetzt der Sprung wieder in die Champions League, zurück zum FC Moisty. Macht nämlich nur Sinn. Was will denn Darmstadt mit Thomas? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist der schlechteste Spieler im kompletten Game. Was wollen die mit dem? Nee, aber ehrlich, dann sind die Tage von Tom so dolle gezählt auf Außen. Dann stelle ich da jetzt ein Doku hin. Dann kommt da auf... Jawohl, warte mal.
Also Daniel, Doku, die Flügelzange mache ich wahr. Sehe ich mich. Dann scheiß auf den Linksverteidiger mit Hartmann oder Doku. Sorry, aber dann geht das nicht mehr. Anschließend an den Transfer von Martin. Hier auch nochmal der Abgang von Thibaut. Nach langem Überlegen habe ich eine schwere Entscheidung getroffen. Ich werde für 6 Monate zum AC Milan gehen. Gegen Wolfsburg war vorerst mein letztes Spiel. Ich werde euch nicht vergessen und stärker zurückkommen. FCM ein Leben lang. Timo verabschiedet sich bei den Fans. Nach dem Spiel war Timo lange in der Kurve. Ach, Timo, der hat wieder den Boden vom Glas nicht gefunden. Fabrizio Romano twittert auch nochmal, here we go, Timo will join AC Milan for 6 months. FC Moisty will be sad because they lost their club legend. Soon we see nice games with Wirtz and Timo. Alter, das neue Wuselig. Entschuldigung, das neue Wuseljala. Ja, hier nochmal der Abgang. Oh Gott, was schreibt denn Julius jetzt? Hallo liebe Malle Leila. René meinte, dass wenn er zurückkommt, dann soll ich auch mit zurück, damit ich... Nein. Julius hat reingeschissen. Der wird das Trikot ehrlich nicht mehr sehen. Nachdem, wie er sich geäußert hat gegenüber dem Verein und den Spielern. Und den Fans. Nee. Wir haben immer noch 300 Millionen. Wer hat eigentlich die meisten Trikotverkäufer? Sascha Tobo, Luca und Julian Junior. Wir gehen bei Bayern rein. Ja, da freut sich der Sturm Graz-Fan. Da sind sie schon von der Euroleague in die Conference League abgestiegen. Und dann kaufen wir noch den Stürmer weg. Aber nicht mit mir. Genau Marktwert. Sturm Graz. Guter Verhandlungspartner. Oh, bei dem weiß ich halt nicht. Kann man da überhaupt weniger verlangen? Eigentlich nicht, ne? Ich gehe mal auf 30.000. Vielleicht ist schon zu wenig. Kriegt auch seine 500.000 Einstiegsbonus. Nimmt er an. Okay, dann machen wir da ein kurzes Ding draus. Maxi Ball als Backup für Sascha Tobo. Super. Oh, hier geht noch jemand. Nein, Anthony Thomas geht wirklich nach Darmstadt. Die Scheißlegende, dass den überhaupt jemand will. Also bei uns kurz zusammengefasst. Wir haben Bayer geholt, wir haben Timo verliehen das erste Mal. Wir haben Martin zurückgeholt, Fischer verliehen, Daniel geholt. Stimmt, wir haben Daniel zurückgeholt. Ach du Scheiße, das war jetzt auch erst im Winter, ne? Scheiße, ich dachte, der spielt schon die ganze Saison bei uns. Wir haben Vaga verkauft nach Real. Das war so eine kranke Transferperiode. Benny ist für 266 Millionen nach Juve gegangen. Na, leckt's mir doch am Arsch. International sind wir jetzt voll drin in den Top-Deals. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal erwähnen. Mendes geht nach Liverpool. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ist denn noch passiert. De Jong verlässt AC Milan, geht nach PSG. Und genau deswegen ist Timo nach Milan gegangen. Hat er gewusst, hat er sich mit den Verantwortlichen ausgetauscht. Weil jetzt bekommt Timo seinen Stammplatz neben Wirtz. Hincapié geht nach Man United. Ja, Bro, jetzt auch Leverkusen bleiben können, sage ich ehrlich. Fagioli geht nach Bergamo als Martin-Ersatz. Toll. Florenz, wo Moisty spielt, hat jetzt wieder einen Starspieler weniger. Toll. Losche geht von Inter weg. Ja, vorher musste er natürlich noch gegen uns gewinnen in der Gruppe. Na klar. Barella nach Real. Ach, das ist crazy. Declan Rice nach Man United von PSG. Was in aller Welt bin ich sehend. Jungs, in dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like und Abo da lassen. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut, haut rein, macht's fein. Wir werden Europameister und ciao, ciao. Fantastic.